kenne ich mich nicht mehr aus. Bin doch in die Richtung gerannt. Serana kann mir nicht folgen. Was eigenartig ist, weil weniger Ausdauer als ich kann, glaube ich, keiner haben. Das gibt's gar nicht. Das ist halt blöd, weil ohne Serana will ich den Torwächter auch nicht angehen. Der ist da drin. Scheiße, ein Dreck. Ich warte auf sie. Ja, da ist sie schon. Speichern. Und auf geht's. Seelentorwächter Nummer 2. Komm her. Was machen die Zuschauer da oben? Kann ich mit ihr reden? Der hat auch ein Drachenschuppenschild. Oder Plattenschild. Kein Wunder, dass er so viel aushält. Naja, so viel hält er eigentlich gar nicht aus. Er ist stark, aber... nur im Austeilen, nicht im Einstecken. Drachenknochen, Streitkolben. Macht keinen Schaden, eigenartigerweise. Und die Zuschauer sind wieder weg. Waren also doch geisterhafte Überreste, die ich nicht mehr finden konnte beim ersten. Das sind die Spektatoren. Kommt her. Keine Spektator mehr. Hier. Nun gut, dann wieder in die andere Richtung. Ich glaube, ich habe das nicht sehr ökonomisch gemacht. Ich hätte mir einen markanten Punkt merken sollen. Habe ich nicht. Sehr viele markante Punkte gibt es hier nicht. Zu meiner Verteidigung. Und wo ist der Drache? Er kommt wahrscheinlich, wenn ich den letzten gekillt habe. Komme ich ja nicht durch? Oder? Da ist eine Barriere. Soll ich denn da durchkommen? Ja. Blockiert. Vielleicht muss ich gar nicht. Er ist da irgendwo. War da nicht die Mutter? Ah, ich kenne mich nicht aus. Und hier ist eine Truhe. Hoho, ist das ein Schrei? Eine Schreiwand? Eine Eiger-Schreiwand. Ein Geldbeutel, ein Rubin. Und Seite 2 von seinem Werk. Schwindenden Frosts. Ja, das sind nicht schlecht. Aber keinen Platz. Steigert die Gesundheit um 60 Punkte. Oh. Huhu. Das schaue ich mir aber jetzt an. Ich habe auch einen Ring, der irgendwas steigert. Aber nicht so viel, glaube ich. Ja, 50 Punkte. Okay. Das ist natürlich ein No-Brainer. Jetzt habe ich 60. Ja, es ist nicht extrem viel. 10 Punkte sind ja heutzutage nichts mehr. Aber für mich schon, weil ich habe nur 110 oder so. Wo ist jetzt der Wächter-Depp? Speichern.
Der ist da drüben. Da komme ich nicht hin. Ist doch alles dicht. Alles dicht. Nie und nimmer. Komme ich da durch? Ja, da ist ja die. Sagt sie jetzt? Es ist nur noch eine Spitze übrig. Seid vorsichtig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der letzte Hüter auf euren Angriff vorbereitet sein wird. Ja, die anderen waren es nicht. Könnte ich überraschen. Könnt ihr mir sagen, wo der Händler ist? Ich finde nicht zu ihm. Ja, jemanden zum Angriff blasen. Hast du das gehört? Jetzt kommt gleich der Drache angeflogen. Was ist denn da? Das ist das Pferd? Ne, da steht jemand. Wer ist da? Oh, schau mal. Ein Rindvieh. Ich hatte Poteva doch nur gesagt, dass sie in dem Kleid ein wenig beleibt aussieht. Wie hätte ich es denn wissen sollen? Ja. Immer vorher überlegen, was man sagt. Schon guten Poteva. Danke für deine Seelenhüllen übrigens. Pflanzt du die hier an? Die wachsen gut hier, ha? Huh? Serana hat auch gegen irgendwas gekämpft in der Zwischenzeit. Jetzt habe ich ziemlich viele Seelenhüllen. Aber keinen Wächter. Jetzt sind wir wieder da. Da könnte ich was aufladen, glaube ich. Oh, da ist was. Ich speichere nochmal. Ist das zu riskant? Oh. Oh Gott. Da geht's rund. Die gehen alle auf die Terraner los. Wie praktisch. Also ich mache sie auf mich aufmerksam. Brauche ich gar nicht mehr durchsuchen, weil ich habe alles, was ich brauche. Der Hüllen. Ja. Nein, da schießt noch was. Da schießt auf mich. Das sind auch viele. Sind da viele. Da fliegen mir nur so die Pfeile um die Ohren. Irgendwas schießt von da oben, ja. Ich bin irgendwie langsam gefrostet. Wo sind die Ärsche? Au, au, au. Muss ich mich heilen? Ist es schon so weit gekommen? Einer ist noch da oben. Zwei sind noch da oben. Sind schwer zu erreichen. Da ist auch noch einer. Okay. Oh, das war schmerzhaft. Und der ist noch ganz. Wie doof. Muss ich allein. Ah, es geht schnell. Hörst du auf zu tänzeln? Gut, dann reden wir mal mit denen hier. Ne, die sagen gar nichts. Sind Orks. Sprachlos. Dem haben sie nicht gerechnet. Dass ich aufräume mit den Knochenmännern.
Oder er spricht erst mit mir, wenn ich den letzten besiegt habe. Aber wie soll das gehen? Ich komme da nicht rauf. Ah doch. Ist eine Treppe. Ui, Sonnensmann. Runter von meinem Turm. Da ist aber nichts. Was hat er gesagt? Nimm denn irgendwas? Da war doch... Oh, schreckt mich nicht. Da war doch irgendeine Schrift. Nimm was. Nimm zwei. Sprichst du jetzt mit mir? Auch nicht. Macht mir nichts. Was soll ich nehmen? Nee. Ich noch einer. Oh Gott. Kommen die her? Au, au, au. Mich jetzt der Blitz erschlagen fast. Was hat er denn der? Zwergenkriegshammer. Passt irgendwie nicht zu. Noch einmal. Was soll ich hier machen? Ich kenne mich nicht aus. Will ich da reinhüpfen? Oh, au! Was jetzt? Yay! Bin ich denn hier? Ah. Oh, diese Rane ist mitteleportiert. Heilige Scheiße. Was hat mich denn hier hin teleportiert? Ich speichere mal, weil... Das sieht gefährlich aus. Kann sich nur um diesen Torwächter handeln, ne? Da sind schon die Zuschauer. Die reden auch nicht. Dann hat es die Sprache verschlagen. Ich stehe in Spalier. Oh, da ist er. Und jetzt schießt er auch noch. Der Rana. Ich brauche ein Tier. Kann der auch runterfallen? Ja. Sorry. Das ist ja eigentlich blöd, dass er runtergefallen ist. Weil... Hey, der ist ja schon gleich hin. Der Rana macht kurz einen Prozess mit dem Torwächter. Nein, nicht ganz. Bitte fall nicht ganz runter. Ja, er fällt ganz runter. Die Barriere sollte jetzt verschwunden sein. Die Barriere, ja. Da müssen wir rauf, glaube ich. Weil runterhüpfen will ich nicht. Da war doch so ein Becken. Hüpf. Yeah. Grausig. Was nun? Jetzt können wir zum anderen, oder was? Was soll das jetzt bringen? Da ist ein Pfeil. Da gehen wir hin. Also die Barriere. Da ist Avax Schädel. Cool. Den können wir gleich ihm begeben. So, da hast du deinen Pferdeschädel. Na also, meine gute Tat ist vollbracht für heute. Ich kann es fühlen. So ein treues Tier. Lasst mich euch beibringen, wie man. Ja, so treuer war er nicht. Er wird euch helfen, diesen verdammten Ort zu bereisen. Aber ich bin mir sicher, dass er an einem sonnigeren Ort viel glücklicher wäre. Ja, ich kann ihn ja dann mitnehmen. Lebt wohl. Nach Himmelsrand. Und passt gut auf. Wohl dabei, wer Schattenmähne eifersüchtig. So ein edles Ross. Okay. Was jetzt?
Oh, jetzt ist er weg. Oh, der Arme. Wenn ich ihm den Schädel nicht gebracht hätte, wäre er noch da. Bin ich schuld. So, jetzt kann ich was beschwören. Oh, wie geht denn? Trage zu viel, typisch. Geschwächte Seele habe ich. Aha, drum. Drum kann ich nichts mehr tragen. Ausdauer, scheiße. Ataxie habe ich auch noch. Ja, sage mal. Nachtigallzwietracht. Zorn der Ahnen. Das kenne ich schon. Wo ist jetzt das Ross? Ist das ein Schrei? Nee. Beschwörung ist es wahrscheinlich. Avrak beschwören. Damit er dir als Ross dient. Ja, bitte diene. Komm, gut, gut, gut. Geht nicht. Und, haut er hü. Da ist er. Kann ich reiten. Obwohl ich überenkombriert bin. Das macht gar nichts. Das sieht irgendwie... Ich weiß auch nicht. Nicht so richtig aus, das Pferd. Ist mir zu mager, persönlich. Ich hab sie gerne ein bisschen... Na, fleischiger. Einen Pferdeleberkäse. Ich kann sogar schnell reiten, obwohl ich überenkombriert bin. Aber da kommt mir die Serana nicht nach. Jetzt geht's zurück zur Mutter, nicht? Aber der Händler, der läge mir halt noch am Herzen. Dir nicht? Oh, gib dir das. Das ist ein Bild für Götter, oder? Mach mal einen Screenshot. Ich bin Screenshot geil, ihr kennt das ja. Oh, es ist er weg. Einmal aufsteigen. Ich muss mich aber zuerst noch entladen in die Serana. Die Lehre sollte jetzt verschwunden sein. Kehren wir um. Nee, wir müssen noch mit der Mutter reden. Die ihr nicht gebrauchen könnt. Doch, ich gebe es zu, es sind Dinge, die ich nicht gebrauchen kann. Und zwar kriegt ihr einen Ring der höchsten Gesundheit. Nee, der überragenden. Gefällt euch doch sicher. Das sind zum Beispiel Dinge, die ich nicht gebrauchen kann, aber die mir auch nicht nützen, wenn ich sie abgebe, weil sie nicht viel wiegen. Ich muss euch was Schweres geben. Und zwar die scheiß Seelenhüllen, verdammt nochmal. Der Wahnsinn. Ich brauche nur 25. Die bringen auch nichts. Avraks Schädel, was tue ich mit dem? Brauche ich den im Inventar? Sonst kann ich ihn nicht beschwören, nehme ich an. Fürchte ich fast. Heieiei. So viel Steine. Gut, dann kriegt sie Windschirra vorerst. Was anderes geht nicht. Und wir sprechen jetzt mit Mutter. Aber in der nächsten Folge. Bis dann. Je schneller wir von hier verschwinden können, umso besser. Ja, willst du nicht noch vorher mit der Mutter sprechen? Also, bis dann. Tschüss. Ich kann es kaum glauben, dass meine Mutter noch am Leben ist.